und herzlich willkommen zu einem Streifzug-Spezial. Ich bin heute hier in Berlin an meinem ersten echten Filmset. Ja, ich war noch nie an einem Filmset, aber das wird heute nachgeholt. Hier wird die Serie Oh Hell gedreht. In den Hauptrollen Edin Hasanovic und Mala Emde. Und ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf und nehme euch direkt mit. Los geht's. Hi, ich bin die Anne von den Filmgorillas. Ah, ja. Und ich habe gehört, ich darf hier heute so ein bisschen rumgucken. Mhm, sehr gerne. Ich werde dich gleich rumführen. Mhm. Ich würde dich aber einmal bitten, erstmal zum Mikro zu gehen. Der wird dich dann testen. Okay. Bevor hier irgendjemand ans Set geht oder an die Base, muss erstmal getestet werden. Okay. Und danach führe ich dich gerne rum. Alles klar, dann gehe ich mal los. Bis gleich. Bis gleich. Ja. Grundsätzlich ist hier alles noch streng geheim. Denn die achtteilige Dramedy kann man erst 2022 streamen. Was ich aber verraten darf, ist, dass sich in der Serie alles rund um das verrückte Leben der 24-jährigen Helene aka Hell dreht. Die wird gespielt von Shootingstar Mala Emde, kennt ihr vielleicht aus Charité. Und natürlich darf ein schmuckes Love Interest nicht fehlen. Da kommt dann Edin Hasanovic als Oscar ins Spiel. Hört sich also schon mal vielversprechend an und ich bin echt gespannt, was ich heute hier erlebe. So Leute, ich habe jetzt den Edin Hasanovic hier bei mir und werde ihn mal ordentlich ausquetschen. Hallo Edin! Bin ich mal gespannt. Hallo! Schön, dass Anna, du dir Zeit nimmst für uns heute. Ja, gerne. Sag mal, worum geht es eigentlich in der Serie Oh Hell? Also in Oh Hell geht es um Helene, die Mala Emde spielt. Und das war's eigentlich. Also es geht wirklich um ihr Leben. Wir tauchen in ihr Leben ein in 8 Folgen. Und das ist aber so absurd und irre, dass es für 8 Folgen reicht. Cool. Und wen spielst du in der Serie? Ich spiele Oscar. Mhm. Oscar ist ein Cello-Lehrer und Helene reißt so einen Abrisszettel ab mit seiner Nummer und lernt ihn kennen, weil sie ihn benutzen möchte. Ich sag nur nicht wofür, aber sie benutzt ihn und natürlich verlieben die beiden sich. Und da bin ich natürlich schon ein bisschen, also gebe ich mir ein bisschen Arsch auf Grundeis. Ja, ist das so? Nee, ist gar nicht so. Nein? Aber ich freue mich, ich kenne Mala, wir haben sehr viel Spaß miteinander. Wir haben, glaube ich, ich habe jede Szene mit ihr und in keiner einzigen Szene gucken wir uns wirklich in die Augen, weil wir immer lachen müssen. Also wir gucken wirklich immer 10 Zentimeter neben das Gesicht des anderen, damit wir die Szene ernsthaft zu Ende spielen können. Das habe ich mich schon so oft gefragt, wie man als Schauspieler einfach so ernsthaft bleiben kann, gerade bei so Szenen, die vielleicht ein bisschen absurd geschrieben sind oder wo ein bisschen was passiert, was man nicht erwartet. Wie machst du das? Ich sag dir das, dass ich mich das auch gefragt habe und dass ich das bis heute nicht weiß. Also wir, Mala und ich, haben glaube ich 80% Outtakes und Lachanfälle und 20% schaffen wir irgendwie uns zusammenzureißen. Und das schaffen wir wirklich, indem wir neben den Kopf des anderen gucken. Oh, das klingt voll schön. Ja. Das klingt super schön. Ich habe eine letzte Sache. Dass du dich konzentrieren kannst, während hier so viel passiert in unserem Rücken. Du, ich bin das gewöhnt, dass Leute um mich rumwuseln und ich einfach entweder mit jemandem oder mit einer Kamera spreche. Ich nämlich nicht. Ich habe auch eine Sache für dich. Ja. Und ich weiß aber nicht, ob du dich traust. Ja, denn du hast gerade gesagt, du spielst einen Cello-Lehrer. Ja. Das heißt, du kannst so ein bisschen mit Instrumenten auch umgehen, ne? Also ich habe zumindest Rhythmusgefühl. Mit Instrumenten weiß ich nicht. Ich habe was mitgebracht für dich. Willst du es dir zumindest mal angucken? Auf jeden Fall. Ich bin dann richtig uncool, wenn ich Nein sage, ne? Aber ich guck's mir an. Man reiche mir das Automaton. Das, mein lieber Edin, ist ein Automaton. Das funktioniert folgendermaßen. Das ist ein offizielles Instrument. Also ja, auch aus mit Japan. Den Augen und so, so wird das so, so das ist ganz offiziell und ernst zu nehmen. Genau, die Augen, das ist tatsächlich das Kirby-Design. Kirby kennt man vielleicht aus diversen Videospielen. Ja. Und man schaltet es an und kann dann hier die Tonhöhe einstellen. Ja. Und dann tatsächlich hier wie bei einem Cello. Wie bei einem Cello. Ich muss nirgendwo reinpusten. Und hier kannst du auch noch... du musst unten den Mund aufmachen. Würdest du dir zutrauen, vielleicht ein kleines Lied zu spielen? Ich würde es machen, aber zutrauen würde ich es mir nicht, weil ich nämlich nicht spielen kann. Gut, also, ich auch nicht. Dann mir wurde beim Cello beigebracht C, D, E und D, C und fertig. Oh, Dankeschön. Wow. Vielen Dank. Danke. Das war sehr inspirierend. Dankeschön. Ich danke dir. Danke. Wir haben heute alle was gelernt. Ja. Du hast gelernt, was das ist. Wie heißt es nochmal? Automaton. Automaton. Gibt super Sachen auf YouTube Ein Automaton.
Ja, ich danke dir sehr. Nein, danke dir. Wir haben uns heute gegenseitig bereichert. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Ich gucke jetzt mal zu, dass ich hier noch ein bisschen was vom Set mitkriege. Ja, mach das. Viel Spaß bei deinen Szenen. Hier am besten zum Catering, da gibt es umsonst Essen und Trinken. Oh, das ist immer nicht schlecht. Yes, das mache ich. Dankeschön. Ja, bis dann. Hau rein. Tschüss. Ich bleib hier sitzen. Da bist du ja wieder. Na, alles gut? Ja, ich bin negativ. Das freut mich, ich auch. Schön. Dann sag mir doch gerne nochmal, was hier dein Job ist. Ich arbeite im ZRL Department als Runner. Ja. Wir kümmern uns aktuell eigentlich um alles, was das Produktionelle angeht. Also wir bereiten das Set vor, dass da Getränke sind, dass da auch hygienisch praktisch alles zur Verfügung steht, gerade in Corona-Zeiten. Und geben die Ansagen auch von der ersten Regieassistenz weiter, gerade wenn, sagen wir mal, das Set recht komplex oder strukturiert ist. Und das heißt, wir sind jetzt hier gerade in der Base? Wir sind in der Base, ganz genau. Kannst du mir zeigen, was hier die wichtigen Stationen sind? Wir stehen vor der wichtigsten Station. Oh! Und zwar ist das Catering. Okay. Michelle und Peter, die unsere Chefs de Cuisine, die kümmern sich um die gute Laune. So, dann sind wir hier schon an dem ZHL Sprinter angekommen. Also ja. Praktisch mein Zuhause. Ich schlafe jeden Tag, auf gar keinen Fall. Aber hier sind alle wichtigen Sachen drin, die das Set betreffen und aber auch die Base. Okay, cool. Genau, dann lassen wir weitergehen. Weiter! Wir sind jetzt praktisch hier beim Aufenthalt von unserer Hauptdarstellerin angekommen. Helene in der Geschichte und dann nennt sich die gute Frau Maler. Ihren eigenen natürlich. Und was ist das? Das ist der größte Wagen, ja? Ja. Und das ist das Maskenmobil. Oh, geil. Und hier geschieht die Magic im Gesicht. So, was jetzt? Jetzt gehen wir zum Motiv, weil da laufen gerade die Vorbereitungen für den Dreh. Und lass uns mal anschauen, oder? Ja. Let's go. So, wir sind am Motiv Maikes Haus angekommen. Mhm. Maike ist die beste Freundin von Maler und wir werden hier drinnen und draußen vor dem Haus drehen. Und ja, schau dir mal gerne das Set an. Mach ich. Wir sehen uns später. Cool, bis später. Bis später. Wer bist du denn und was machst du hier am Set? Was ist deine Aufgabe? Ich bin Claire und ich mache Kamera hier. Du machst Kamera? Genau, bist du quasi DOP? DOP, ja. So sagt man. So sagt man, genau. Genau. Und du entscheidest, wie am Ende die Shots dann aussehen? Naja, nicht im totalen Alleingang, aber in Zusammenarbeit mit der Regie, genau. Also wir überlegen uns das vorher auch immer schon so ein bisschen, aber manche Sachen muss man dann am Ort noch mal ein bisschen korrigieren. Mhm. Genau. Was ist das für ein Gerät und warum sitzt da ein Dinosaurier drauf? Was? Das ist ein Dolly. Eine Dolly, okay. Ja, mit zwei Mann Fachpersonal. Okay. Und einen Praktikanten haben wir auch. Ach so. Und, hat der einen Namen? Ja, der hat unterschiedliche Namen. Also Maler, unsere Hauptdarstellerin, hat ihn Masala getauft. Ich weiß aber nicht so genau, warum. Ja, dann danke für die Einweisung. Jetzt muss ich kurz ein bisschen arbeiten. Gerne. Tu dir keinen Zwang an. Ich lasse die Profis mal arbeiten und guck mir alles ganz genau an. Und dann darf ich sogar selbst mal ran. Ich lerne an der Kamera die Schärfe zu ziehen wie ein Profi. Und drinnen soll ich dann bei der nächsten Szene sogar die Klappe schlagen. Mega geil. 7.19.4, die zweite. Also Eden scheint zufrieden. Dann schaue ich jetzt mal, ob Maler kurz Zeit für einen Schnack hat. Ja, ich sitze hier mit Maler Emde, die ist die Hauptdarstellerin bei Oh Hell und wir haben hier kurz mal eben Schuhe verglichen, weil sie fasziniert war, dass ich Ariel-Schuhe habe. Und du fasziniert davon war, dass ich Fellclocks habe in Rot. Exakt, und wir ungefähr die gleiche Schuhgröße haben. Die Welt ist verrückt. Die Welt ist verrückt. Hallo, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Danke. Ich würde gerne als allererstes wissen, du spielst ja die Hauptrolle, Helene. Mhm. Wie ist sie denn so drauf? Helene. Ja. Helene ist ein Mensch, ich glaube, mit dem jeder oder jede gerne Zeit verbringen würde. Mhm. Aber nach so 3 Stunden ist dann auch gut, weil Helene wahnsinnig viel einfach ist. Also wenn sie liebt, dann liebt sie übermäßig viel. Wenn sie irgendwas, wenn sie tanzt, dann tanzt sie übermäßig viel. Wenn sie Spaß hat, hat sie ein bisschen zu viel Spaß, sodass sie danach wieder abkackt. Also es ist alles sehr, sehr extrem.
Und anders will ich es gar nicht benennen, weil Helene hasst es, wenn man sagt, sie ist sonderbar, speziell diese Kategorien, wenn Menschen versuchen, sie einzukategorisieren. Das ja, verstehe ich. Hasst sie. Bei den meisten Schauspielern denkt man ja immer, die packen bestimmt auch so ein bisschen ihre eigenen Persönlichkeit in die Rolle. Machst du das bei Helene auch oder ist sie wirklich ein ganz, ganz anderer Typ, als du bist? Ich glaube, ich bringe immer, oder ich glaube, man muss immer, oder ich muss immer was von mir selber da reinbringen. Und Helene ist, ich habe definitiv Teile von Helene in mir. Ja. Sonst kann ich das, glaube ich, gar nicht spielen. Aber ich bin definitiv auch sehr, sehr anders als sie. Möchtest du es vielleicht weiter ausführen? Wie soll ich das da ausführen? ich glaube, ich bin weniger hyperaktiv, wobei ich merke, also sonst, ich habe, das ist ja meine erste Komödie, die ich hier gerade drehe. Und es ist total schön am Set, weil ich merke, dass Helene halt immer in so einem Energielevel ist. Und das heißt, ich muss dieses Energielevel auch immer hochhalten. Das heißt, ich mache ganz viel Quatsch am Set. Und sonst bin ich immer so die sehr konzentrierte am Set, sitze in meiner dunklen Ecke und mache so mein Zeug, wenn ich meinen Dramen spiele. Ja. Und hier ist es jetzt anders. Und ich glaube, deswegen denken ganz viele Menschen hier am Set, dass ich einfach so bin wie Helene. So eine sehr dankbare Rolle, wenn du den ganzen Tag aufgekratzt sein kannst. Ja, voll. Und danach fällt man fällt immer so einfach so um 10 Uhr abends, ist einfach so und dann Akku schläft man komplett, einfach komplett leer. Also geht nichts mehr. Du hast gesagt, es ist eine Comedy-Serie. Es hat aber definitiv auch dramatische Momente. Also würde man ja vielleicht auch sagen, Dramedy. Das ist ja quasi eine neue Bezeichnung. Was ist schwieriger zu spielen? Drama oder Comedy? Ich glaube, es hat beides seine Herausforderungen und Stärken. Ich finde, bei Komödie ist die Herausforderung und das, was daran Spaß macht, ist wie Musik. Weil es ganz viel um Rhythmus viel mehr geht. Also bei Drama kannst du dich sozusagen, also da musst du natürlich auch den Außenblick behalten, aber du gehst sozusagen rein in die Geschichte und dann machst du auf und dann erzählt sich das so. Ja. Und bei Komödie versuchst du immer Beats zu haben. Also da geht es ganz viel drum, so tam, 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 da, da und irgendwie so. Und das versuchst du in der Szene so rauszufinden mit den Kolleginnen und deswegen ist das auf jeden Fall eine neue Herausforderung. Das fällt dir wahrscheinlich sehr leicht mit den netten Kollegen, die du hier ja, hast. Ja, das ist ganz toll. Ihr macht bestimmt ganz viel Quatsch zwischendurch, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und deswegen will ich dich auch nicht weiter aufhalten. Du bist ja hier quasi im Dauertempo unterwegs. Total. Dann bitte. Okay. Ziehe von dannen ich ziehe und von tu dann. Dein Werk. Ich vielen danke Dank nochmal. Hat Spaß. Tschüss. Gutes tschüss. Mittagessen. Tschüss. Danke. Ich hab's Mikro vergessen, aber ich bring's euch wieder. With you, yeah, you. Oh. Ich hatte heute einen richtig tollen Tag. Ich habe super viel gesehen, tolle Menschen kennengelernt und mich vor allem ganz, ganz viel mit denen unterhalten. Deswegen frage ich euch jetzt erstmal an dieser Stelle, was würdet ihr gerne nächstes Mal beim Setbesuch sehen? Welches Gewerk, welcher Beruf soll erklärt werden? Haut es in die Kommentare. Ansonsten muss ich mich hier leider verabschieden. Wir drehen jetzt hier noch durch die Nacht durch. Das Wetter wird schlecht und der Rest ist sowieso auch streng geheim. Deswegen machen wir an dieser Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne abonnieren, liken, kommentieren, alles, was ihr wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.